Ja, servus meine lieben Damen und Herren. Heute befind ich mich einmal bei der Haltestelle Oberscharbreda. Ja, hier fährt nur die Linie 50 der Pöstenbergbahnlinie. Ja, und es gibt drei Ausweichhaltestellen, so wie diese hier ist. Also die erste beim Oberscharbreda, die zweite nur beim Scharbreda und die dritte bei der Bruckner Universität. Da ja die Pöstenbergbahnen nicht so oft fahren, also sprich zum Wochenende im Viertelstundentakt, aber da auch noch von 10 bis 17 Uhr und sonst unter der Woche, wenn nicht so viel auffahren da am Berg, fahren sie nur jede halbe Stunde, ist eigentlich die ganze Bahn nur eingleisig. Man sieht es dann da drüben wieder, dass da nur eingleisig weiterfährt. Also die Pöstenbergbahnlinie 50 besteht ja nur aus 14 Haltestellen. Es ist eigentlich eine sehr kurze Fahrtstrecke, die vom Hauptplatz bis zum Pöstenberg aufgeht. Ja, und wie gesagt, heute am Sonntag fahren alle vier Pöstenbergbahnen. Mehr gibt es zurzeit nicht von der Linie 501 bis 504. Es gab zwar noch eine alte, aber die darf wegen Coronavirus nicht fahren, weil, seid ihr sicher schon mal mit der gefahren, da ist keine Abgrenzung zum Fahrer und da war ja das Ansteckungsrisiko ein wenig zu hoch. Darum fahren jetzt nur die neuen Bahnen. Ja, und hier treffen sich halt immer zwei Pöstenbergbahnen, um halt gegeneinander auszuweichen, weil auf der einspurigen Linie kann man natürlich logischerweise nicht ausweichen. Ja, das sind jetzt zum Beispiel die Nummern 504 und 503, also die zwei neuesten, aber ich meine, die gibt es jetzt auch schon wieder jahrelang. Ja, und wenn man da rauffährt, also zum Beispiel von der Landgutstraße, da war ja früher eigentlich die Endhaltestelle von der Pöstenbergbahn. Wenn du da zum Pöstenberg rauffährst, dauert es noch eine Viertelstunde. Ja, sage plus minus eine Viertelstunde, dann ist man eigentlich schon oben. Ja, wann die alte wieder mal fahren wird, weil da hätte ich auch mal ein Video geplant, schon seit längerem, aber natürlich fährt es jetzt eben nicht wegen dieser Situation. Aber schauen wir mal. Ich hoffe, dass es bald einmal wieder zum Einsatz kommt. Jetzt dabei steht es in der Remise unten bei der eben bei der Landgutstraße. Jetzt überlege ich gerade, wie die Remise heißt. Beim Bergbahnhof, genau. Ja. Na gut, das war's hier von der Haltestelle Oberscharbreda. Ich finde die Haltestelle ganz gemütlich. Kein Lärm, Sonne ist da, Vögel zwitschern. Es wird schön langsam wirklich frühlingshaft. Und schneit nicht nur inmitten von April. Na gut, dann Servus und bis zum nächsten Mal.